und herzlichst willkommen zur atemberaubenden Minecraft-WG hier zusammen mit der Ria. Hallo. Und dem Pain. Hi. Heute von Anfang an dabei. Ist unglaublich, dass ich das noch erleben darf. Hey, in letzter Zeit häufiger. Sport fällt aus. Sport fällt aus. Nee, bei den Temperaturen tue ich mir das nicht an. Okay. Ich wollte das letzte Mal irgendwas craften. Ich weiß noch nicht mehr, was ich habe dafür. Irgendeine Rune ist gerade fertig geworden noch. Wisst ihr noch, was ich machen wollte? Nee, ne? Nee, hast du dir keine Notiz aufgeschrieben? Natürlich. Ich meine, ich bin Bibliothekarin, aber nicht deine Buchhalterin. Und da ich zwischendurch auch nochmal online war und was gefarmt habe. Macht das nicht Sekretärin? Aufschreiben, was man machen, Termine und so, und Buchhaltung ist eher das Keine Finanzielle. Ahnung, ich bin weder noch. Was mache ich denn jetzt da? Also Buchhaltung kenne ich unter soll anhaben. Konten. Ja, das Zeug, das ich nicht leiden kann halt. Ach, ein Zuschauer hat mir übrigens geschrieben, Rather, ich soll dir den Zombie-Spawner geben für deine Farm. Welche Farm? Hauptfarm. Du hast einen Zombie-Spawner? Ja, hab ich. Wo hast du den her? Hab ich abgebaut. Geht die nicht kaputt, wenn du den abbaust? Nö, also meine nicht. Wie hast du den abgebaut? Mit einer Spitzhacke, ganz einfach. Ja, aber dann ist es doch ein Broken Spawner, oder? Ich wollte einen Broken Spawner, den kann man, glaube ich, wieder irgendwie ganz machen. Kann man, aber ich weiß jetzt auch nicht wie. Combine with a powered spawner in an anvil to set spawn type. Ein powered spawner, alles klar. Ja. Jetzt weißt du, was du heute machen willst. Nee, ich wollte was anderes machen, aber ich finde gerade nicht das, was ich brauche. Ich habe keine. Habe ich Botania-Zeugs? Da müsste es drin sein. Doch, da, das brauche ich. Living Rock. Ach, wo ist denn mein. Ach, Scheiße hier! Mann, wenn man sein Inventar aufräumt oder nichts mehr da ist, wo es hingehört, ne? Kacke. Hast du denn mal nicht richtig aufgeräumt? Nee, ich war ja schnell farmen nur. Ich bin in die Hölle gegangen, hab mir was zu essen gefarmt. Vorher. Also, damit ich nicht wieder ohne Essen rumrenne. Ach, hier habe ich viel reingeräumt. Aha. Viele möglichen Stuff, aber nicht das, was ich haben. So, hier ist mein Stuff, den ich brauche. Nee, und dann bin ich einfach nur dahingegangen und hab dann Gas gekloppt die ganze Zeit und so Zeug. Okay. So, und wofür habe ich jetzt hier Rune of Sloth hergestellt? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Weil du es kannst. Nee, die waren ja schon fertig. Ich weiß nur nicht wofür. Brauchst du die für irgendwie die nächste Stufe von irgendwas? Ja, irgendwo brauche ich die. Ich wollte irgendwas machen. Ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte eine Wink bauen. Hier steht nämlich ein Schild. Ah, ich bin da. Ich bin schon gut, ne? Aber bis du dein Schild mal gefunden hast, ne? Ich stand mittendrin. Ich habe einfach nur nicht drauf geguckt. So, eine Wink wollte ich bauen. Eine Wink. Lotus. Und dafür brauche ich mir eine Rune of Sloth. Aha. Und eine Rune of Water und eine Rune of Lust. Alles klar. Ich bin wieder im Spiel. Rune of Lust habe ich schon, Rune of Sloth jetzt auch. Was brauche ich noch, habe ich gesagt? Rune of Water, ne? Mhm. Habe ich zufällig gerade noch da. Habe ich zufällig da, ist kein Problem. Rune of Water habe ich auch. Was brauche ich noch? Ein Redstone Root. Oh, Redstone Root. Ich muss mich echt mal um Scheiben kümmern, damit mir keine Hexen mehr durch die Fenster was an den Kopf schmeißen können. Nee. Redstone Root Pulver. Ach, ich weiß nicht, wo mein Redstone ist. Du musst gerade echt eine Sekunde überlegen, was das für eine Melodie ist. Das muss ich aber direkt jetzt von Rather. Ich habe mein Gameboy wieder gefunden. Er funktioniert noch. Und ich habe noch mein Tetris gefunden. Das haben wir doch. Wird sogar wieder ein bisschen besser. Yay. Boah, ich bin noch längst nicht auf der Höhe, die ich mal war. Ach, das war doch irgendwie anders. Scheiße. Boah, vielen, vielen Jahren. Kack hier. Echt jetzt? Was ist das denn? Oh. Echt jetzt? Was brauchst du? Ein Redstone Rod.
Wo kriegt man das her? Guck mal in meinen Kistenfleisch. Das, ist da das, irgendwie drin? Nein, ist da nicht. Das musst du ja craften. Das hast du mit Sicherheit nicht gemacht. Das kriegst du her, indem du Gras und Redstone zusammen craftest. Gras? Also eigentlich simpel. Aber? Ich finde meine Schere nicht. Keine was? Ich finde meine Schere nicht. Bau dir eine, zwei Eisen. Ja, mein Eisen finde ich auch nicht. Wahrscheinlich hinten bei meinem Haus. Juhu, weiter geht's. Vielleicht suche ich gleich noch das End. Da muss man nur die Enderaugen hochschmeißen und dann gucken, wo sie hinfliegen, ne? So ungefähr. Und ich glaube, Ja. Die bleibt dann da schweben, wo es geht ins Boden, oder? Die kommt runter. Also, wenn du halt noch nicht da bist, dann ist sie in der Luft. Und dann explodiert die entweder oder fällt zurück auf den Boden. Dann würde ich immer so in so 100 Blöcken abstellen. Und wir fangen erstmal mit 500 an. Das heißt, schaust, in welche Richtung du gehen musst. Dann 500 Blöcke gehen. Und dann nochmal werfen. Und dann siehst du, in welche Richtung. Wenn du irgendwann in der Mitte bist, immer den Abstand verkleinern. Und sobald du merkst, die eine Pelle geht in den Boden, da kannst du dich dann runtergraben. Ja. Alles klar, weiß ich Bescheid. Du musst mit 12 Enderperlen da reinkommen. Wieso muss ich das? Weil du 12 Enderperlen... Du musst dieses Tor, glaube ich, erst aktivieren. Genau. Ich muss erstmal muss ich es nur mal finden. Den Rest gucken wir dann. Es ist Nacht, wollen wir... Ach, scheiße, dass die Tür nicht aufgeht. Wollen wir schlafen? Ich leg mich in den Schlafsack. Gute Nacht. Ich kann auch eben kurz, wenn Ria nicht näher Bett ist. Ich lieg im Schlafsack. Nicht so wirklich gerade. Ja, dann geh ich schnell. Bin schon da. Oh mein Gott, geh schneller. Es singt. Oder es versucht zumindest zu singen. Captain, wir sinken. Es sinkt für sie. Das Niveau. Egal. Zwei schwarze Petals habe ich noch im Kopf. Schwarze? Ja. Sind es Gothic-Pflanzen? Ne, jetzt sind Mystical Black Flowers. Okay. Gothic-Pflanzen. Ach, jetzt hör doch aber auf. So, was habe ich bei euch noch? Zwei Purple und ein Green. Alles klar. Zwei Purple und ein Green. Ich glaube, unsere Hexe, die hat sich verlaufen. Zwei Purple und ein Green. Zwei Purple und ein Green. Vermisse sie. Wieder, was ist mit unserer Hexe jetzt? Ich vermisse die. Na dann. Zwei Purple. Aber die sind in der anderen Welt so fleißig. Zwei Purple und ein Green. Screen. Hat er nicht. Wahrscheinlich singt da gleich die Animaniacs. Wir sind die Animaniacs. Nee. Kann ja meinen Mund nicht halten, ne? Richtig. Naja. Autsch. Das sieht doch schon mal gut aus. Hat irgendwer ein Jetpack? Jet was? Ein Jetpack oder sowas. Hä? Nö. Wo ist mein fucking Stab? Wo hab ich den hingetan? Na, wenn du das nicht weißt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Wie mit einem Blütenpetal. Ich muss den aus zwei Living Holz einen Living Zweig machen und dann eine Blüte dranhängen, ne? Ach, da ist er ja. Wieso ist der da drin? Ach du Scheiße. Warum kitzelt das jetzt die ganze Zeit? Sortieren sollte gelernt sein. Was soll gelernt sein? Sortieren. Ja, kannst du halt nicht, ne? So, und wieso geht das denn jetzt nicht? Weiß ich nicht. Ach, ich muss das alles... So eine Scheiße. Ich muss das ja alles in so ein Ding reinschmeißen. Ach, Kacke. In so ein Mana-Pool? Ja. Ich hab alles ich hab's so auf den Table gepackt, weißt du. So. Mana-Pool. Hab ich auch gern. Nee, nicht Mana-Pool. Wie heißt denn das Ding? Hab ich schon so eins hier? Naja, kann ich dir nicht sagen, wenn du mir nicht sagst, wovon du redest. Natürlich nicht. Nee, die ist so aussagekräftig wie... Ah, den Petal-Abwuch... Hab ich aber nicht hier, noch nicht hin. Muss ich wieder zurück ins andere Haus. Hab ich aber keinen Bus zu. Brauche ich mir einen neuen. Hab ich keine Lust. Baue ich mir einen neuen. Ja. Ja, rüber zu gehen, hab ich jetzt keine Lust. Cobblestone, so. Ja, das hab ich schon verstanden. Ja, siehst du.
Scheiße, jetzt habe ich keinen Cobblestone, ne? Ich habe normalen Stone, dann zack ich den ein bisschen. Ist ja wurscht. Ist ja nicht so, als hätte ich ihn schon mal irgendwo abgebaut, dann hätte ich daraus, habe ich ihn gebrannt und jetzt hacke ich ihn wieder, ne? Läuft bei mir. So, reicht das? Muss reichen. Ne, ist natürlich zu wenig. Einer, genau. Zwei zu wenig sogar. Scheiße. Ezent. Nehmen wir mal so eine blaue Blüte einfach da. Was ist das für ein Geräusch? Muss er Painy fragen. Ich habe hier Türgeräusche gehört. Ja, das war Painy. Nein. Das war Painy. Wo bist du denn? Ja. Ja, in meinem Gebäude und ich höre Geräusche. Nee, ich bin. Ja, jetzt nicht mehr, also. Ich war nicht da bei dir. Painy. Ja, das sehe ich. Mann, Geist. Geister! Weißbrot. Haha. Das ist der Joke aller Zeiten. Warum ist Uranium-Ohr nicht in meinem Schmelzer drin? Explain. Weil du es nicht drin hast. Hallo. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe eine Vinkulotus. Was wollte ich damit machen? Was kann die überhaupt? Ich weiß nur, dass ich sie bauen wollte. Ich weiß nicht, warum. Redstone Rod. Nein, eine Wink. Ja, sorry. Ich bekomme nicht alles mit, was du vorhast. Totally an extra utility Botania Function Flower. Ich weiß nicht mehr, was er macht. Keine Ahnung. Ich wollte sie bauen. Ich weiß nicht mehr, wofür. Ich weiß, irgendwas mit Enderperlen hat es bestimmt zu tun. Wo ist mein Botania-Buch? Was kann die scheiß Pflanze? Scheißen. Function Flower. So, gucken wir mal. Andere Seite. Das ist die letzte, die man bauen kann. The Vinculotus has the power to create a disturbance among any element's teleportation power within a fairly large radius around it. Gesundheit. Teleportblume? For a cost of mana whenever an Enderman would teleport anywhere. Oder Enderman-Schutz. Die können nicht mehr porten, wenn sie da, wenn ich die Pflanze habe. He's fies. Instead, they are teleporting to the location of the Vinculotus. Vinculotus. Aber noch eine andere Frage. Ist das nicht so schon mittlerweile bei diesem, bei den Minecraft-Versionen, dass man die Enderman nicht mehr so farmen kann, dass man sie irgendwo drunter stellen kann, weil die einen wegporten? Also die porten zumindest drum, wenn sie Schaden kriegen. Meinst du bezüglich der Enderman-Farm? Generell, wenn ich Enderman ja gehe, baue ich normalerweise mal so eine Decke über mich drüber. Das geht aber, glaube ich, nicht mehr, oder? Nein. Wie tötet man die dann jetzt? Einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Okay. Einfach draufhauen. Mach die fertig. Das wird schon gehen. Ich habe das Gefühl, ich bin in einem Gruselfilm. Das heißt, die porten dich weg, wenn über dir was drüber ist, oder was? Oder wie? Ja. Und wenn über dir nichts ist? Keine Ahnung. Greifen die dich einfach so an. Was? Ich habe eine Idee. Ja, aber wenn die nicht zu mir hinkommen, weil ein Block dazwischen ist? Aber keiner über mir ist? Ja, dann ziehen die sich trotzdem ran. Musst du gucken. Achso, ich zieh mich dann zu ihnen hin, oder was? Mach Mythbusters. Ah, nee, das war was anderes. Mythbusters, die coolen Buster. Also die anderen waren auch cool, aber... Ich hab die mal richtig gern geschaut, die waren cool. Ja, waren sie auch. Ja, wir haben alle Folgen da. Dekadenz, ich mache mir jetzt einen Diamant-Schaufel. Ja, aber die machen ja nichts mehr. Dann könnte für dich auch noch The White Rabbit irgendwas, glaube ich, hieß das. Geht ein bisschen in die Richtung und ist von Carrie, Tori und Dingens gemacht. Hä, was willst du? So eine Art Nachfolgesendung, so ein ähnliches Dingens geht. Ist ganz witzig gemacht. The White Rabbits, das letzte Wort fällt mir jetzt nicht gerade ein. Gab's auf Netflix. Oh. Hä? Hm? Interessant, hier ist Sand. Nee, das ist Limestone. Limestone. Ich hasse Limestone. Bin verwirrt über diese interessanten Aussagen. Was? Hallo, Steve. Hallo. Hello again. Hallo, Stinker. Da, 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 da.
Hello again. Oh Gott. Ich glaube, ich begrüße ihn ab jetzt immer mit einem Lied. Mit Hello again. Dass ich nicht singen kann. Okay, bin ich für. Jetzt musst du es auch machen, ne? Also, ja, jetzt müssen wir aber auch jedes Mal irgendwas einfallen, ne? Die Erwartungshaltung ist jetzt groß. Und diesen Mifi, den ich meine, heißt Mifi. Entschuldigung. Oh, Mann, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Mifi. Tschüss.